Hallo und herzlich willkommen zu einem allerersten Video bei uns auf dem PS Days Kanal. Neben mir prominente Beibesetzung sozusagen, Philipp Kess dabei. Und wieso wir jetzt hier auf einmal auf YouTube unterwegs sind und was wir so alles vorhaben, das erzählen wir euch heute mal in diesem Video. Und das natürlich auch mit Philipp, weil der hatte die ganze Idee dazu, dass wir vielleicht euch mal ein bisschen mehr mitnehmen ins Messeleben, dass ihr ein bisschen kennenlernt, was man so bei einer Messe alles macht. Ja, ich fand die Idee hinter dem Ganzen war so ein bisschen, dadurch, dass ihr ja theoretisch wirklich durch diese Messe an der direkten Quelle von allen Tunern sitzt, ne? So ein Portfolio hat ja theoretisch wirklich sonst gar keiner. Es ist natürlich contentmäßig für euch perfekt, dass ihr jetzt 12 Monate im Voraus jegliche Aussteller einfach vorstellen könnt. Ne? Ja. So, da gibt es bestimmt jede Menge coole Sachen, die man zeigen kann. Es ist für die Aussteller auch wieder nochmal ein Mehrwert, an so einer Messe teilzunehmen. Ne? Und ja, deswegen sitzen wir heute. Ich habe mir gedacht, ich begleite das erste Mal im ersten Video, weil wir ja auch von vornherein im relativ engen Kontakt waren, was die PS Days angeht. Absolut, du warst einer der ersten Stunde dabei und hast dir ganz viele Ideen mitgegeben, auch Kontakte, und deshalb ist das echt super. An der Stelle nochmal, willst du nochmal ein paar Worte zu sagen, wie die aktuelle Situation ist? Ja. Wir sind jetzt ja quasi fast, ich weiß jetzt nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, aber wir sind ja theoretisch fast während den PS Days so ungefähr, ne? Aktuell, ich habe drüben im Büro so einen kleinen Countdown stehen, 9 Tage noch, dann wären die PS Days gewesen. Veranstaltung war auch so zu 95% wirklich fertig. Und wir hätten nur noch den Schalter umlegen müssen und hätten jetzt hier eine super Veranstaltung machen können. Aber das geht ja Corona-bedingt leider nicht. Vollgas geben, ja. Und ja, deshalb sind wir jetzt hier und überlegen uns ein paar Alternativmaßnahmen, dass ihr spannenden Content weiterhin kriegt und auch trotzdem, denn wenn ich zurück überlege, das ist die riesengroße Halle 27, wo wir in dem Video mit JP mal drin saßen. Die ist komplett voll, um euch da einfach die Aufstellung ein bisschen näher zu bringen in der Zeit zwischendurch. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt nicht auf das Messegelände nochmal ein, sondern da blenden wir einmal kurz hier den Link ein zu dem Video, was wir mittlerweile vor über einem Jahr gemacht haben. Ziemlich genau, ja. Wo wir das Messegelände so ein bisschen vorgestellt haben. Da sind alle Infos drin, die ihr dafür schon mal braucht. Wir konzentrieren uns heute rein auf PS Days, weil wir jetzt deutlich weiter sind als in dem Video damals. Absolut, genau. So, das heißt, wie lief so, weil das wird jetzt ja auch so ein Kickoff überhaupt für die Messe, um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Wie lief das Ganze so? Weil ihr habt ja vorher auf dem Messegelände hier keine Tuning-Messen gemacht. Genau. Sondern eigentlich alles andere, was nicht mit Auto-Tuning zu tun hat. Wie war da so die Erfahrung? Wie ist cool, schwierig? Also es ist super spannend. Wir haben ja früher CeBIT gemacht. Kommen ja auch aus der CeBIT, der alten IT-Messe, die wir hier hatten. Und da ist es so, du hast eine sehr verschlossene Welt zu unternehmen. Der eine sagt dir, ja, das ist, was wir machen, wie toll wir sind, was wir so tun. Aber ich sage dir nicht, wer unser Wettbewerber ist und wie spannend es ist. Und das Schöne jetzt daran ist, wir haben so eine offene Welt, wir haben uns kennengelernt. Du hast direkt gesagt, ich muss mit dem sprechen, mit dem, mit dem. Und das ging so schneeballmäßig weiter. Also jeder hat gesagt, sprich mit dem noch, das ist für den interessant. Eine sehr, sehr offene, sehr coole Community, was die Kontakte angeht. Und das habe ich bis jetzt noch nie so erlebt. Und das ist natürlich auch für uns sehr, sehr hilfreich. Und was ich persönlich auf jeden Fall gemerkt habe, was auf jeden Fall cool war, durch diese Möglichkeiten bei euch einfach auf dem Gelände, die ja eigentlich unendlich sind, ne? Waren natürlich schon alle von vornherein irgendwie, es wurden irgendwie alle abgeholt und es hatten alle sofort Bock drauf. Ne? Ja. So, weil man halt einfach weiß, das wird eine Messe, wo es kein Parkchaos gibt, wo es keinen Platzmangel gibt, wo einfach mal Platz ist. So, ne? Ja, für uns war es halt auch der Punkt, es gibt Essen Motorshow im Winter, die Top-Show seit 50 Jahren, es gibt die Tuning Guide Bodensee im süddeutschen Raum, Friedrichshafen, das ist von hier 800 Kilometer weg. Also lass uns was machen in Hannover für Nord- und Mitteldeutschland, und das haben die Leute auch gut angenommen, hatten Spaß daran. Hat man ja auch gesehen, dann haben wir ja unseren Fast Friday hier einmal gemacht, ja. Was ja komplett Ausnahmezustand war. Genau. Da reden auch die Leute, weiß ich, bis heute noch immer so von, die hierher gekommen sind, weil da hat ja wirklich keiner so mitgerechnet. Wir dachten ja so, keine Ahnung, 500 Leute, 1000 Leute vielleicht so ungefähr, ne? Und dann buff, ist auf einmal das ganze Areal da hinten voll. Ne? Okay, das heißt, für euch war aber im Februar, März schon eigentlich die Messe fertig geplant und abgeschlossen. Naja, du Messe ist, hast du immer so 3 Phasen. Also erstmal konzipierst du das Konzept, das hatten wir ja gemeinsam ganz viel gemacht. Dann geht es in den Vertrieb wirklich, die Messe zu verkaufen auch, muss man sagen. Klar, Aussteller, die dabei sind. Und das hatten wir wirklich so gut wie abgeschlossen. Und dann gehst du in die Besucheraktivierung rein. Und diese Besucheraktivierung, da waren wir jetzt schon so am Anfang. Wir haben auch mehrere tausend Tickets schon verkauft gehabt. Da auch lieben Dank an die Leute, dass sie sagen, ich behalte das Ticket und gebe es jetzt nicht zurück, weil es bleibt gültig fürs nächste Jahr. Hilft uns auch als eine Messe. Ist quasi eine Rarität jetzt, ein 2020er PSD-Ticket. 2020-Ticket, genauso wie Pulli oder Würfel, das hast du Merch von einer Messe, die es nie gab. Genau, nee, und da waren wir wirklich so, dass die Veranstaltung hätte ziemlich schnell stattfinden können. Ich war ja noch guter Dinge, als es mit Corona losging, ja komm, das ist dann vorbei.
Und dann mussten wir 100 Tage vorher auch die Rassen an der Leine ziehen. Das war echt ärgerlich. Ja, glaube ich. Vor allem von außen betrachtet, glaube ich, dass man denkt, hinter PS Days steckt ein viel, viel größeres Team, als es eigentlich ist. Ja, also wir haben mal angefangen mit 7 Leuten, waren das bei uns. Experte für Presse, Marketing, Vertrieb, Konzeption. Mittlerweile sind wir noch 3 Leute, Kernteam, die sich darum mitkümmern. Und ja, wenn du erstmal so ein Apparat ein bisschen läuft, du auch das Thema verstanden hast, ich meine, ich mache Tuning jetzt seit Februar letzten Jahres, dann funktioniert das eigentlich ganz gut bei uns. Das Konzept bleibt jetzt aber 1:1 so bestehen, wird einfach nächstes Jahr angewandt? Oder genau, gibt es irgendwelche Änderungen in Planungen? Wir müssen gucken, wie sich die ganze Situation entwickelt. Wenn es eins ist, was wir hier haben, ist es Platz. Also wenn es heißt, Auflagen werden noch verschärft oder ähnliches, du brauchst bestimmte Gangbreite von 6-7 Metern, dann müssten wir ein bisschen umplanen. Ansonsten haben wir gesagt, und was auch die Aussteller uns als Feedback gegeben haben, die auch so zu 90% alle noch dabei sind, macht es so 1:1 weiter und übernehmt es so. Und das ist so der Weg, den wir jetzt auch gehen. Erklär doch mal den Zuschauern, die, ich denke mal, viele haben sich schon mit Thema PS Days beschäftigt, die wussten, dass es eine Messe ist und so weiter, aber so richtig intensiv hat sich ja noch keiner beschäftigt, wie da die Aufteilung ist, was es zu sehen gibt und so weiter. Ja. Wir haben 3 Hallen, 3 große Schwerpunkte. Einmal die riesengroße Halle 27 in dem Video mit JP, wo wir da saßen. Man muss immer dazu sagen, auch wenn ich jetzt unterbreche, eine Halle hier ist im Verhältnis 1000 Quadratmeter. Zu einem anderen Messegelände sind das schnell woanders mal 5 bis 10 Hallen so ungefähr, ne? Weil die sind schon riesig, ne? Aber das zeigen wir euch später auch. Genau, ist halt größtes Gelände der Welt, doof gesagt, und das können wir nutzen. Und das wäre die Ausstellungshalle gewesen, die 27, fast bis auf den letzten Platz mitgefüllt, also echt viele Unternehmen dabei. Das heißt, da sind dann so, ich sag jetzt mal, die richtigen Tuner, die richtigen Firmen, genau. Fahrwerke, Felgen, alles klar. Also wenn du jetzt hier oben links ging es los, wenn ich jetzt den Plan mir angucke, ThyssenKrupp Bilstein dabei, bis unten runter TR Technics, wo wir die die Unternehmen mit drin hatten. Fasst sich ja genau, dass die Fahrwerkshersteller zufälligerweise genau diagonal schräg in alle gegenüber sind. Also alles von Automobilherstellern hier, VWR, Hyundai, Alof sehe ich hier auch recht groß, Wagner, Livella, JP auch, Haudeep, so, also ja, eigentlich alles. Aufziehen, wie du willst, kennt man eigentlich alle. Und viele halt sagten, ja, finden wir cool. Und wenn man jetzt hier nämlich 20. Wenn man jetzt hier nämlich auch so drauf guckt, ihr bekommt gleich nochmal eine Vorstellung davon, wie groß das Ganze ist. Also ich glaube auch, das wäre ganz was anderes geworden, weil diese Halle halt wirklich einfach so groß, so hoch ist, dass es schon so ein bisschen, wenn du in die Halle reinkommst, so ein bisschen wie so eine eigene Welt gewesen wäre. Weil du ja auch mehr oder weniger gar nicht ans Ende gucken kannst von der Halle. Nee, wenn da Stände stehen. So, also wenn die wirklich so voll geworden wäre, wie es hier drauf steht, das wäre schon fett geworden, ne? Ja, also wir haben ja gesagt, wenn wir es machen, machen wir es groß. Klein macht es halt keinen Sinn für uns, auch doof gesagt. Und das wäre dann die Halle gewesen für alle Tuningbetriebe, Teilehersteller und auch OEMs, die mit dabei sind. Dann geht es weiter. Motorsport, haben wir auch gesagt, ist ein wichtiges Thema. Müssen wir jetzt auch echt gucken, wie sich das Ganze entwickelt mit der aktuellen Situation, dass der Motorsport es ja auch nicht leicht hat. Aber da den Leuten so ein bisschen näher zu bringen, was ist DTM, die ganzen VLN-Serien mit dem ADAC zusammen, wie kannst du als jetzt auch Leute, die sehr jung sind, deinen Channel gucken und sagen, ich möchte Motorsport vielleicht einsteigen, was gibt es da für Serien, wie baust du dich auf, wie wirst du Fahrer und ähnliches. Das haben wir da drin gehabt, bis über eine Indoor-Kartbahn mit E-Karts, wo wir am Ende noch was geplant hatten, Drift-Show mit einer Drift-Competition, richtig, also nicht nur auf einem kleinen Feld ein paar Sachen zeigen, sondern wirklich battlemäßig gegeneinander fahren, war was geplant, das war dann mit draußen. Und ganz großes Herzstück, glaube ich auch, die Private Car Area, wo du in der Halle 26 so um die 500 Fahrzeuge hattest. Ja. Die waren alle schon ausgesucht zu dem Zeitpunkt, haben wir mit dem Sven Schulz ja gemeinsam gemacht, die jurymäßig über Ride, das war ja ganz cool. Und da stand eigentlich auch alles. Das wäre jetzt die dritte Halle, die 26. Ich würde sagen, wir seppen uns einmal schnell in Halle 27. So, wir sind angekommen, Halle 27. Genau. Sie ist immer noch genauso groß, wie ich es in Erinnerung hatte. Sie ist halt auch genauso leer, wie an dem Tag, wo wir mit JP und Co. drin saßen. Ist aber sie ist nicht so heiß zum Glück. Vor allem jedes Mal, wenn ich mit René hier reinkomme, kommen mir immer so haufenweise blöde Ideen, was man hier so drin machen könnte. Ne? Weil wo hat man schon mal so viel Fläche zur Verfügung? Ne? Ja, wir hatten ja mal ein Indoor-Kart-Event nachgedacht. Ja, das würde sogar ohne Probleme hier drin funktionieren. Ne? Absolut. Ich würde mal sagen, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal dahin, wo unser Stand gewesen ist. Wenn ihr das so ungefähr hier drin weißt. Wir sind hier, dann gehen wir da mal hin. Also eigentlich immer geradeaus. Okay, ihr kriegt jetzt eine kleine imaginäre Messeführung PS Days 2020.
Reifencom, AHA Exclusive Parts, H&R. Kommt das auch gerade so ungefähr? Weil dann sieht man mal, wenn wir hier komplett runtergehen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stände. Jetzt muss man dazu sagen. Der Punkt da ist eine Säule. Die Säule steht da, da können wir uns dran orientieren. Und die Treppe hier vorne ist auch da wirklich. Acht Stände, die aber alle 200, 300 Quadratmeter haben, ne? Ja, also so, also das sind große Stände. Und wenn man jetzt hier so längs runter guckt. Wir haben Platz. Das ist einfach impulsant hier, ne? Keine Frage. Genau, also jetzt hier wirklich wäre so, AHA Exclusive Parts, das wären so 70 Quadratmeter hier vorne. Mhm. Daneben H&R. Mhm. Ah, dann, ich sehe Selim schon sein Fahrwerk auspacken gerade hier. Ja, genau. Daneben Ben von Wagner an der anderen Treppe. Ja. Was ist hier unten drunter? Treppen? Was ist das? Fluchttunnel. Also ja, wenn du da rausgehst, kommst du am Hotel raus ungefähr. Und hier auf dem Platz. Also, cool. Genau. Die sanitäre Anlagen sind aber nicht unten? Nee, die sind alle ebenerdig. Ebenerdig, okay. Da oben hatten wir eigentlich mal vor, eine riesen Lounge und Party zu machen, aber leider, ja. Leider ist besser so. Genau. Ja, jetzt stehen wir eigentlich hier kurz vor Adolfs. Da ist die Treppe nach dahin, ne? Genau, ja. Mitte. Ich hatte da so eine Bestellung bekommen. Zentrale Lage, bitte. Also jetzt gehen wir eigentlich bei Mutlo gerade über den Stand. Ja, hier ist ja bei einer Messe immer, wenn ich fragst, wo kommt da eigentlich der ganze Strom her? Das sind so Versorgungskanäle. Wenn du die kriegst du ja so gar nicht hoch. Kannst auch mit dem Panzer drüber fahren, aber da liegen die ganzen Stromkabel drin, Wasser, all solche Sachen. Da ist alles drin, ne? Also alles, was man theoretisch bestellen kann als Aussteller. Ja, aktuell ist es leer, aber es wird dann wirklich, muss ich mir vorstellen, vor einer Messe kommen die ganzen Leute, heben diese ganzen Dinger hoch und legen überall die ganzen Stromkabel rein. Strom, Wasser. Ah, da ist noch gar kein Kabel drin? Das wird komplett. Nee, die sind eigentlich leer, die Dinger. Ja. Okay. Gucken, ob irgendwo kleiner ist, aber nee. Ja, und hier ist halt das Coole, dass wir halt endlich auch bei uns auf dem Stand mal Platz gehabt hätten, ne? Da hätte man richtig schön mal so eine, ihr hättet ja vorgeschlagen, dass wir so eine Art, so eine Alus World machen, so genau. Ein bisschen, ne? Dass man da mal richtig, ja, 510 Quadratmeter, ja, ne, da ist schon Fläche. Kannst du was machen. Ja, ja. JP direkt daneben, der wäre auch richtig groß gewesen. Genau, drüber dann Frankie Audi. Das Einzige, kann man hier Deckenabhängung machen? Ja, geht das. Okay. Genau, da werden so Unterkonstruktionen gespannt und dann kannst du da Deckenabhängung machen. Krass. Was ich halt an der Halle schon extrem cool finde, ist, du kommst rein und sie ist schon extrem hell. Ja. Weißt du, dafür, dass hier jetzt ja gerade nicht ein einziges Messelicht an ist und eure ganzen Lampen mehr sogar noch aus sind, ist das schon krass hell hier drin. Das, ne? Ding ist ja auch 2000 erst gebaut, also recht neue Halle. Ja. Da auch darauf geachtet, dass er hell und schön ist. Wie wäre das, jetzt ist es ja nicht kalt draußen, ist jetzt aber auch noch nicht der allerwärmste Tag im Jahr. Mhm. Hättet ihr zu dem PS60 Klimaanlage angehabt? Ja, brauchen wir 2 Wochen Vorlauf für. Wow. Vorkühlungszeit, ja. Bis die Anlage anläuft und sowas. Und dann hättest du hier bis zu 10 Grad unter Außentemperatur runterkühlen können. Also du wärst schon reingegangen, hättest du richtig gemerkt, dass es kalt ist. Ja, definitiv. Das musst du auch machen. Also jetzt hier, wir schwitzen uns schon wieder einen ab. Ja, ja, ja. Ist zwar nicht so heiß, aber trotzdem. 26 Grad haben wir jetzt. Zeig das die Kamera an oder wie? Also ich bin immer noch begeistert von diesem Messegelände. Ich freue mich immer noch auf die PS Days nächstes Jahr. Ja. Ich persönlich finde das eine extrem coole Sache mit eurem YouTube-Channel. Gerade so, das ist so ein bisschen sowas wie, als wir mit unserem YouTube-Channel angefangen haben, war bei uns halt immer das Coole, dass wir einfach so mit Limo und Marius Golf einfach die Projekte haben, um Sachen zu zeigen. Mhm. Und ihr habt halt einen riesen Vorteil, ihr habt das Gelände, ihr habt die Aussteller. Ja. So, und könnt theoretisch allen Besuchern und Zuschauern von der Messe, vielleicht auch Leute, die nicht kommen können, schon mal vorab eigentlich das zeigen, was es auf der Messe dann zu sehen gibt. Ne? Genau, das würden wir gerne euch auch mit aktivieren. Schreibt doch mal drunter. Ihr könnt auf der PS Days Website sehen, wer alles so dabei gewesen wäre als Aussteller. Die sind doch alle noch dabei. Aber was wollt ihr vielleicht ein Jahr vorher schon mal wissen, was die so an Produkten haben, was sie machen? Dann fahren wir nämlich mal besuchen und machen da ein paar coole Projekte. Ein Projekt haben wir auch schon, was wir auf dem Channel ein bisschen mit begleiten, ein bisschen zeigen. Ist hier der T-Roc Air. Wollen mit Eibach was machen, BBS ist dabei, Bilster Berg als Strecke. Da gehen wir so ein bisschen auf dein Projekt mit ein. Und ihr habt ja tatsächlich auch schon ein paar Videos vorproduziert mit dem T-Roc. Genau. Das heißt, da wird es auch ein bisschen technischen Content geben. Auf und unserem Niveau auch extra. Also so tief wie bei dir können wir gar nicht einsteigen, wollen wir nicht. Was ich halt extrem wirklich, wirklich cool finde, ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, dem Zuschauer, der später zur Messe kommt, der läuft dann hier bei H&R als Beispiel vorbei und kennt H&R aber schon von der anderen Seite, weil ihr vielleicht zum Beispiel schon mal vor Ort wart, schon mal die Fertigung gezeigt habt und das kann man ja auf einer Messe niemals machen. Man kann zwar einen Fernseher aufhängen, wo man so ein Messevideo laufen lässt, ne? Oder du auch einfach Sachen mal produzierst, jetzt der T-Roc steht auch auf der Messe, kannst du sehen, okay, der wurde im Video so gebaut und kannst ihn halt jetzt aber auch anschauen. Ja. Das sind Ideen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr es feiert, weil uns steht auf jeden Fall eine krasse Messe bevor.
Definitiv. Wo wir richtig mal Gas geben können. Und ich würde mich freuen, wenn ich bei dem einen oder anderen Video natürlich aus Hannover nochmal wieder dabei sein darf. Immer wieder gerne. Würde es auch freuen. Für uns wäre es cool, wenn ihr es abonniert, mit ein bisschen auf dem Laufenden bleibt über die PS Days. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ballert die Kommentare voll, was ihr sehen wollt. Genau. Ihr habt bestimmt noch krassere Ideen, als wir hatten. Schickt uns auf Reisen durch Deutschland oder auch Europa. Wir versuchen, alles möglich zu machen mit Aussteller und Partnern. Und ich würde sagen, allerspätestens bis 2021, genau hier, Halle 27 in der Mitte. Ciao. Tschüss.